Willkommen zurück unter der Sonne Griechenlands. Es ist mittlerweile anderthalb Jahre her, seitdem ich die Hauptgeschichte von Odyssey komplett beendet habe. Es sind dann auch 88 Folgen gewesen. Seither habe ich natürlich keine DLCs gespielt. Wir haben unter anderem noch das komplette DLC, das Vermächtnis der Klinge und das Atlantis DLC. Und dann noch diese anderen Nebenaufträge, die sich mittlerweile irgendwie implementiert haben durch gewisse Patches. Es sind ja auch ein Haufen Patches rausgekommen, währenddessen ich das vor anderthalb Jahren das letzte Mal gespielt habe. Ich habe mir gedacht, wir könnten meiner Assassin's Creed Odyssey Playlist natürlich noch die DLCs hinzufügen. Das werde ich jetzt auch nach und nach mal machen. Und mit diesem Video hier fangen wir natürlich an. Ihr seht ja, Cassandra streichelt schön das Adlerchen. Ich habe mich auch schon zum Questgeber begeben, wo wir auch das erste DLC starten können. Das befindet sich dort vorne. Auf der Karte ist das in Makedonien, genau hier oben. Das seht ihr ja. Ich kann euch auch gerne nochmal meine Fähigkeiten zeigen. Das ist alles noch so, wie ich das aus dem Hauptspiel hatte. Ich hatte kurz danach nochmal ein bisschen weitergespielt, weil ich ja auch noch ein paar Trophäen holen wollte. Ich habe das Hauptspiel auch komplett auf 100%, also auch die Platin-Trophäe. Und das sind, wie gesagt, meine Fähigkeiten. Mittlerweile bin ich Stufe 61. Und das Setting, was ich derzeit nutze, ist eigentlich... Ja, was ist es denn noch? Das Halbgott-Set, genau. Da habe ich diese ganzen Teile von. Und das erlaubt mir natürlich viel mehr Kriegerschaden und 6% auf alle Schäden. Die Waffen, mit der ich derzeit spiele, sind diese Dolche. Die haben unter anderem auch Feuerschaden. Ich bin sozusagen ein kleiner Feuerteufel. Werdet ihr dann auch ab und an in den nächsten Kämpfen sehen. Wie sich das Setting im Laufe des Spiels denn weiter verändern wird, ich weiß es nicht. Mal gucken, was wir noch so für tolle legendäre Rüstungsteile bekommen werden. Ich finde, jetzt habe ich genug erklärt. Starten wir doch erstmal das DLC, das Vermächtnis der Klinge. Aha, ein Lagerhaus. Oh ja, da muss ich doch glatt mal rein. Befehlshaber ausschalten, Schatz plündern, wie immer. Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Ich finde das natürlich viel geiler als in Origins. Wir können hier in Odyssey natürlich mit geileren Moves agieren, anstatt immer nur wahllos R2 und R1 drücken zu müssen. Das haben sie ja auch erst in Odyssey eingefügt. Ist natürlich sehr actionreich gestaltet, also viel mehr actionreicher als wie bei Origins. Macht auf jeden Fall wieder Laune, das so ein bisschen zu spielen. Hallo Jungs, was geht ab bei euch? Ihr sucht mich, wa? Oh, verdammt! Es ist soweit! Das ist natürlich auch ein geiler Move, den Cassandra da macht. Oh, weia. Dadurch, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, muss ich demnächst gleich mal nachgucken. Ich weiß es, wie gesagt, gerade nicht. Aber wenn ich diesen Move mache, füllen sich natürlich auch Adrenalinsegmente auf. Da muss ich nicht nur so wahllos schlagen, damit sich das auffüllt. Oh Mann, jetzt kriege ich aber richtig auf den Sack hier. Ja, ich habe euch ja nicht zu viel versprochen. Ich bin ein kleiner Feuerteufel. Die Leute brennen hier. Die sind Feuer und Flamme für mich. Richtig heiß auf mich. Den Jungen haue ich mal damit aus der Latschen. Das macht relativ viel Schaden. Oh, das habe ich mir aber verdrückt. Scheiße! Es brennt! Ja, das tut bestimmt weh, oder? Warte mal, ich klebe ein Pflaster drauf. Ah, verdammt, ich wollte gerade Hansaplast zücken. Heben wir das erstmal alles auf. War das jetzt schon der Anführer? Oh nein, das war er nicht. Neuer Söldner entdeckt, das ist natürlich auch das Geile in Odyssey. Hier kommt Söldner, das wird richtig lustig. Ich kann mich noch dran erinnern an meine Let's Play Serie. Manchmal kam ein Söldner nach dem anderen. Aber der Lappen unten, der hat mich jetzt noch nicht registriert. Oh, Cassandra, tut mir leid. Das hat bestimmt wehgetan. Er hat mich immer noch nicht gesehen, ist der blind? Dafür kriegst du erstmal einen Schlag im Arsch. Dein was? Waren das gerade fast 100.000 Schaden? Kann das sein? Echt nice gelöst, Cassandra. Ich habe mich gerade wieder versprochen. Tut mir leid. Ich habe eine Weile jetzt keine Videos aufgenommen. Ich muss erstmal wieder reinkommen.
Was haben wir denn hier noch alles? Okay, es gibt ja aber noch einen zweiten Schatz, damit wir das Gebiet auch zu 100% abschließen können. Und ich denke mal, der wird sich hier oben drin befinden. Den muss ich mir doch holen. Ich muss immer alles haben. Na, wo ist er denn? Ach, da ist er. Damit hätten wir das Gebiet auch gleich wieder komplett abgeschlossen. Wie viele Erfahrungspunkte gibt es dafür? 5370, ja nice. Dauert, glaube ich, gar nicht mehr so lange, bis wir das nächste Level up erreichen. Wir kriegen auch durch die Questen relativ viel Erfahrungspunkte. Daher lohnt es sich auch, das dann alles zu machen. Ich zeige euch nochmal kurz auf der Karte, dass wir auch noch gewisse andere Nebenaufgaben haben. Das sind immer diese blau markierten hier. Beim Questreiter sind sie natürlich auch am Start. Ihr seht, hier sind noch einige offen. Und wir haben natürlich auch noch diese anderen beiden Questen, die jetzt nicht angezeigt werden. Also diese anderen beiden DLCs. Warum es jetzt im Questreiter nicht angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Die Reiter kommen. Wo gibt dich nach? Ja, ja gut, da bin ich ja. Einen Augenblick. Das sind die Add-on-Quests, genau. Hier können wir das auch nochmal nachschlagen. Ach, die Reiter kommen, ist ja das Vermächtnis der Klinge. Ich verstehe. Weil wir natürlich jetzt auch in der Nähe waren, wurde das uns auch eingeblendet. Sind wir schon so verzweifelt? Wir helfen jemandem beim Umzug? Was denn? Der Kerl hat eine Menge Kram. Arbeit ist Arbeit. Und ein paar Drachmen extra haben noch keinem geschadet. Manchmal verdienen selbst die einfachsten Dinge unsere Aufmerksamkeit. Das hier hat meine Aufmerksamkeit sehr viel mehr verdient. So, die Quest habe ich jetzt schon mal verfolgt. Warum der eine Typ da gerade Feuer und Flamme war und vorbeigerannt ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie unser alter Bootsmann hieß. Also mit dem Cassandra da gerade gesprochen hat. Wo ich das auf Platin gebracht habe, das war, glaube ich, im März oder so. Also vor knapp 3 Monaten. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie die einzelnen Charaktere heißen. Denn ich habe ja schon am Anfang gesagt gehabt, ich habe es ja vor 1,5 Jahren beendet gehabt, also die Hauptgeschichte. Sie wollen töten. Oh ja, das wollen wir ja auch, Cassandra. Unschuldige angreifen. 174.000 Damage? Jawohl. Befreie die Dorfbewohner, 0 von 3. Machen wir. Oh verdammt, habe ich jemand gesehen? Wo ist der? Na, warte mal. Dich mache ich mit Pfeile fertig. Meine Pfeilfähigkeit ist natürlich auch schon relativ gut hochgeskillt. Aber es gibt noch einen Haufen anderer Fähigkeiten, die ich natürlich auch noch skillen kann. Dadurch, dass die Patches ja auch immer nach und nach dann rausgekommen sind, wo das Spiel damals erschienen ist, also unter anderem auch das DLC Vermächtnis der versteckten Klinge und das Atlantis DLC, wurde natürlich das Level Cap immer und immer höher gesetzt. Und ich glaube, die Maximalstufe ist Level 99 und ich habe erst 61, also da ist noch eine Menge Luft nach oben. So, dann befreien wir doch mal den ersten Dorfbewohner. Zeus sei Dank, Söldnerin. Hab Dank. Na, du musst nicht Zeus danken, du musst mir danken. Für die Götter! Für die Götter. Naja, wie immer. Wo ist denn der Löffel? Ach, da. Ich habe ja auch den Bogen des Hades. Der macht natürlich auch, glaube ich, schon automatisch Feuerschaden. Irgendwie so war das, glaube ich. Das Geile ist natürlich, dass Cassandra hier auch ihren Move komplett bis zum Ende durchzieht. Egal, ob der keine Leifen hat. Das ist geil gemacht. Und ich nehme wirklich zu gerne die Dolche, weil sie wirklich auch schnell sind.
Und sie machen natürlich auch relativ viel Schaden. Das kann man natürlich auch alles noch skillen. Ich zeige euch das mal. Das wurde auch neu eingefügt. Das war damals noch nicht der Fall, wo ich die Serie bis zum Ende gespielt habe. Das ist das hier. Dieser Button, den gab es früher noch nicht. Da können wir unter anderem auch noch ganz viele Jägerfähigkeiten skillen. Seht ihr ja, das ist wirklich eine ganze Menge. Dann haben wir hier noch die Kriegerfähigkeiten. Da habe ich noch nichts von geskillt, denn ich bin ja auf Attentäter gegangen. Und habe natürlich den Dolchschaden erhöht. Und ihr seht ja, pro Level erhöht sich natürlich kontinuierlich auch der Schaden. Man kann hier wirklich schon eine Menge skillen. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann später in Assassin's Creed Valhalla gemacht wird. Was ich natürlich auch aufnehmen werde. Das wird es dann ab Mitte, Ende Oktober auch auf dem Kanal zu sehen geben. Was war das? Achso, Drachmann. So, das war der zweite Gefangene. Elende Malakis, das war knapp. Ja, das war knapp. Oh, den Göttern sei Dank. Sie haben mich erhört. Danke. Söldnerin, pass auf! Bei ihrem Lager wird auch Hilfe gebraucht. Herse? Adlerfrau. Du? Du bist die Adlerfrau? Los! Dem Jäger wird es gefallen, wenn wir ihm deinen Kopf bringen. Du kannst es gern versuchen. Du bist kleiner, als man sich erzählt. Ihr könnt euch natürlich schon wieder auf lustige Dialoge von Cassandra einstellen. Das fand ich natürlich besser als wie das von Alexios. Ich habe den männlichen Charakter nicht gemocht, daher bin ich auch auf Cassandra gegangen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, wenn ich Assassin's Creed Valhalla spiele, werde ich auch den weiblichen Wikinger spielen. Wir konnten früher sonst immer nur männliche Charaktere spielen in den Assassin's Creed-Teilen. Daher bin ich jetzt ein Fan davon, die weibliche Seite mal zu spielen, wenn wir das dann auch als Auswahlmöglichkeit haben. Und das wird natürlich in Valhalla auch wieder der Fall sein. Lager der Spartiaten wird auch Hilfe gebraucht. Ich sollte dorthin. Neuer Söldner, jawohl, das liebe ich so an Odyssey. Es reißt nie ab. Hier kommen immer wieder neue Gegner an den Start. Oh verdammt, da ist sogar ein Tier am Start. Ein Löwen hat er da. Ich muss aber auch wirklich aufpassen, wir können auch wieder relativ schnell drauf gehen. Muss natürlich auch erstmal wieder ins Gameplay reinkommen. Oh, verdammt. Ich weiß noch, diese Gegner mit dem Speer, die waren manchmal echt heftig. Aber seht ihr, wie schnell ich mit den Dolchen angreifen kann und der Feuerschaden erübrigt sich natürlich dann auch. Der zeckt ihm jetzt natürlich das Leben runter. Genau. Söldner besiegt. Die Däume, die Hoffnungslose. Söldnerstiefel haben wir auch bekommen. Ich muss mir dann wahrscheinlich später auch wieder ein anderes Setting zusammenstellen, was die Ausrüstung angeht. Ich bin der Meinung, es gibt auch relativ gute epische Sachen, jedenfalls von den Werten her. Ich gehe ja mittlerweile immer nur auf legendär ab. Das sind diese goldenen Rüstungsteile. Was sind denn das für welche? Oha! Wer bist du denn? Wir stellen keine Fragen, wir stechen nicht einfach ab. Die geben auch immer relativ viele Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, früher war das, glaube ich, anders. Eine neue Quest, Athena Ares. Ich, okay. Na gut, vielleicht machen wir dann auch noch im DLC nicht nur straight diese verketteten Questen. Wir machen dann auch noch ein paar andere Nebenaufgaben. Unter anderem kann ich sicherlich auch noch die ein oder anderen Festungen erobern. Töte die einfallenden Spartaner. Alles klar. Machen wir. Hey, Moment mal! Hey,
Ah, damit habt ihr nicht gerechnet, wa, Jungs? Ich kann mit 3 Pfeile abgehen. Oh, verdammt, das habe ich immer so damals schon gehasst. Man macht straight sein Ding, ja? Und die Leute, die stört das einfach nicht. Die greifen einfach an, wie sie wollen. Mein Adler greift auch an. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Haben die noch irgendwas? Kann ich hier noch was looten? Ich bin nur der Loot-King. Jeder Loot tut gut. Wisst ihr doch. Ah, jetzt kann ich mit dem da sprechen. Adlerfrau. Nenn mich Cassandra. Ich heiße Natakas. Ach ja, stimmt. Wir können ja immer diese Antwortmöglichkeiten wählen. Der Jäger. Den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich kümmere mich um diese Leute. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Hab Dank, Cassandra. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Quest abgeschlossen, die Reiter kommen. Ich hoffe nicht, dass es die apokalyptischen Reiter sind. Ansonsten muss ich mich wahrscheinlich diesen auch noch stellen. Wir haben eine neue Quest bekommen und ein weiterer Söldner ist am Start. Atomedon, der Flammenverehrer. Na, Diggerchen? Was geht ab? Bräunst dich in der Sonne, oder? Ist cool, heute mit Oberkörper frei rumzulaufen, oder? Hey! Ja gut, die besten Dialoge haben sie nicht am Start, das weiß ich ja noch von früher. Aber ich töte zu gerne Söldner und unten rechts wird natürlich auch immer unser Bekanntheitsgrad eingeblendet. Umso mehr Schreckenstaten wir machen, umso mehr Söldner wir töten, umso heißer sind wir natürlich auch gefragt. Wir sind mit anderen Worten dann Most Wanted von Griechenland. Ich muss mal kurz gucken, ist das hier schon wieder eine Folgequest? Schatten einer Legende, spüre den Elitekämpfer des Ordens auf. Diese DLC-Questen werden natürlich aneinander gekettet sein, gehe ich mal von aus. Aber wir haben natürlich auch noch andere Questen, so wie die hier, die ich jetzt bekommen hatte, wo ich diese eine, ich weiß nicht, ob es auch eine Söldnerin war, da getötet hatte. Aber wir machen erstmal die Hauptquests ein bisschen weiter. Es geht wieder darum, Hinweise aufzuspüren. Ich kann natürlich auch mein flammendes Ross rufen. Da ist es auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich guck mal kurz im Inventar. Wie heißt denn unser Pferdchen? Abraxas. Okay. Ich check das mal kurz hier so ab. Ach so, das hatte ich alles beim Schiff schon gemacht, ja. Das ist alles auf Legendär, aber es gibt noch eine letzte Stufe, die dann auch durch Patches eingefügt wurde, aber die kostet richtig viel Ressourcen. Das sind hier die Söldner. Ich war eigentlich mal auf Rang 1, jetzt bin ich Rang S2, warum auch immer. Jetzt gibt es noch Rang S3 und Rang S4. Ich fasse es nicht, denn die eine hat ja auch noch Level 81. Ich falle hier gleich vom Stuhl. Es wird natürlich auch in dem DLC, das Vermächtnis der versteckten Klinge, darum gehen, irgendwelche Ältesten zu töten. In der Hauptgeschichte von Odyssey ging es ja mehr oder weniger auch darum, alle Kultisten zu töten, die, wie ihr seht, ich alle natürlich zur Strecke gebracht habe. Ich bin mal gespannt, ob die Ältesten dann auch hier so angezeigt werden. Aber ich denke mal, wir müssen erstmal in der Geschichte ein wenig voranschreiten, dass das auch so passiert. Und vielleicht können wir sogar noch neue Fähigkeiten freischalten. Ah, einen Augenblick. Da war etwas zum Untersuchen. Das haben sie nicht verdient. Die Leichen reichen bis zum Fluss. Ha, das ist nicht so toll, war Cassandra. Wo ist denn hier das weitere Untersuchungsgebiet? Das ist jetzt die Frage. Ne, das war nur irgendein Item, was ich da aufgenommen habe. Eisenbrocken.
mehr los. Ach so, das führt mich immer Stück für Stück weiter. Ich verstehe. Aber wird das dann noch angezeigt, was ich untersuchen kann? Tatsache. Hier liegen überall tote Spartaner rum. Tote Spartiaten. Und weitere flussaufwärts. Ich muss herausfinden, wer das war. Das werden wir machen, Cassandra. Die Frage ist nur, was müssen wir hier noch machen? Das hier habe ich doch schon untersucht. Gibt es hier glatt noch mehr? Oder muss ich einfach weiter? Ah, okay, es scheint da irgendwie noch mehr zu geben. Aber wo ist das denn? Ach, da hinten wahrscheinlich. Da liegt ja auch noch jemand. Woher wissen Perser, wer ich bin? Ja, was das mit dem Perser auf sich hat, Cassandra, ich weiß es nicht. Für mich ist das auch alles Neuland hier. Aber Cassandra sagt ja auch, ich muss flussaufwärts gehen. Ah, hier bin ich richtig. Saubere Arbeit. Die Perser wurden eiskalt überrascht. Also die Spartaner haben auf jeden Fall gegen die Perser gekämpft. So viel ist sicher. Das hier ist das Untersuchungsgebiet. Das scheint auch relativ groß zu sein. Deswegen geht dieser Questreiter da nicht weg. Oder die Questmarkierung vielmehr in dem Fall. Und wie ich da oben gerade sehe auf der Karte, da ist ein Söldner. Und den hole ich mir doch glatt. Die droppen ja auch immer relativ coole Ausrüstung, die man natürlich dann auch entweder zerlegen können oder dann verkaufen können. Und ich mache die einfach zu gerne. Ja, du musst ja auch nicht nachgeben. Es reicht ja, wenn du aufgibst. Jetzt kommt der geilste Move. Ich mag den so. Der macht doch sau viel Damage. Attentäter, eliminiere 250 Gegner per Attentat. Neue Gravur freigeschaltet. Alles klar. Mal gucken, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich muss, glaube ich, weiter flussaufwärts. Das hatte ja Cassandra vorhin auch gesagt gehabt. Wir befinden uns irgendwie immer noch im Untersuchungsgebiet. Übrigens, jetzt, wo ich diesen Geier, na, ich nenne ja alle fliegenden Viecher immer Geier, gesehen habe, ich kann euch schon verraten, in Assassin's Creed Valhalla wird es keinen Adler mehr geben, da wir ja in der Rolle eines Wikingers stecken werden, werden wir natürlich auch einen Raben an die Seite gestellt bekommen. Ich habe irgendwo gelesen, aber ich glaube, das war eher nur ein Gerücht, es könnte einer der Raben von Odin sein. Ob das dann im Endeffekt nachher so der Fall ist, lassen wir uns überraschen. Im Oktober wissen wir mehr. Wachen. Das muss der richtige Weg sein. Okay, hier scheine ich richtig zu sein. Die Elitewache. Da war jemand vor mir hier, der genau wusste, was er tut. Wer bist du? Oh mein Gott, okay. Der ist also am Start. Ich nehme mal den Schlachtruf des Ares ein. Dadurch mache ich erheblich mehr Schaden. Oh mein Gott, das wird ja richtig geil rein. Ich meine, der hat Stufe 59, aber guckt euch mal an, was sie für Damage austeilen. Oh, der Sack kann sich auch noch heilen, ich fasse es nicht. Vater, nein! Natakas, was machst du denn? Das ist die Adlerfrau. Das ist dein Vater? Die Adlerfrau.
Wir müssen los, Natakas. Es kommen weitere Soldaten. Unser Versteck ist unter dem Felsbogen. Dort findest du uns. Na, ist ja nice, dass es auch noch so eingeblendet wird für das DLC. Ich habe gedacht, das geht einfach nahtlos weiter. Aber damit ist ja natürlich bestätigt, dass wir uns auch in einem neuen DLC befinden. Was natürlich auch schon fast anderthalb Jahre alt ist, aber das spielt ja keine Rolle. Jetzt haben wahrscheinlich schon alle Leute auf der Welt dieses DLC gespielt und auch komplett durch, nur ich nicht. Aber lieber spät als nie. Vater, die Adlerfrau hätte dich töten können. Genug, es ist vorbei. Immer wenn ich denke... Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Brennende Dörfer, Perser, die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt! Wie hast du uns gefunden? Sie weiß es von mir. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ich habe dich das bereits gefragt, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareus. Ein Name allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren in Persien. Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann, trifft man nicht oft. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab.
Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Vater! Quest abgeschlossen, Schatten einer Legende. Vielleicht weiß Natakas etwas. Ah ja, wie ich mir schon gedacht habe, es wurden mehrere Quests dem Questmenü hinzugefügt und sogar eine neue Waffe und irgendwas von irgendwelchen Ältesten. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Wo haben wir denn die neue Waffe? Stolz des Löwen. Ja, nice, die nehme ich doch glatt mal rein. Stufe 59 ist die. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Das können wir bei Gelegenheit natürlich auch noch aufwerten. Eine neue Rüstung habe ich, glaube ich, nicht bekommen. Aber bei Kultisten wird da oben jetzt was angezeigt. Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist nach Griechenland gekommen, um die Adlerfrau zu töten. Wähle ihr Emblem in der unteren rechten Ecke aus, um ihre Struktur einzusehen. Na, sieh mal einer an. Jetzt ist das hier. Oha. Okay. Wir müssen bis jetzt 7 Ältesten zur Strecke bringen. Wir können uns natürlich auch wieder die Details angucken. Das kennen wir ja schon von den Kultisten. So viel sehen wir da natürlich nicht drüber. Die hier wurden noch nicht mal freigelegt. Da stand auch irgendwas. Gefundene Hinweise 1 von 5. Das hier scheint eine Frau zu sein. Ah, naja gut, okay. Es sah auf den ersten Blick auf jeden Fall so aus. Was haben wir denn an Questen? Mehr Fragen als Antworten. Vermächtnisquest. Hier oben rechts, das ist eigentlich die Hauptgeschichte. Nee, Quatsch. Das hier war die Hauptgeschichte. Nee, auch nicht. Irgendwas stand doch da letzten... Ach so, deine Odyssee. Ja gut, okay. Habe ich jetzt was durcheinander gebracht? Hier wurden auf jeden Fall immer Bilder eingeblendet, wo wir dann in der Hauptgeschichte gerade so waren. Und das ist ja natürlich das, was wir jetzt gerade machen. Und hier ist, wie gesagt, noch die Atlantis-Quest. Aber darum werde ich mich erst kümmern, wenn ich diese Questen komplett mit der versteckten Klinge abgeschlossen habe. Wir stehen auch kurz vor einem Level-Up. Da vorne kann ich noch irgendwas mir anschauen. Sind das gar Hinweise, die ich über die Ältesten in Erfahrung bringen kann? Ein paar Wölfe sollten kein Problem sein. Die Stadt, die Wolf rief. Ich sollte Natakas suchen. Ja, ja, machen wir gleich, Cassandra. Einen Augenblick bitte. Wir müssen erstmal hier alles plündern. Ich hoffe nicht, dass es die letzten Ersparnisse der beiden sind. Oha, es ist wieder ein Söldner in der Nähe und der ist auch gleich hier vorne. Was ist das? Notizen über die Hüterin. Okay, Ältestenhinweis. Hallo, mein Freund. Wir hatten dir erlaubt, hier einfach so mit einer Fackel in die Höhle reinzustapfen. Ja, so leicht tötet man natürlich einen Söldner. Das Löwilein wird natürlich gleich verbrennen. Oh verdammt, ich glaube, ich setze jetzt hier wieder alles in Brand. Schnell raus hier. Die beiden haben bald kein Versteck mehr. Da ist Dareus. Ich könnte mit ihm reden, aber muss ich ja jetzt nicht unbedingt. Da unten geht's wie gesagt mit der Quest weiter. Und ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um die erste Folge des DLCs, die versteckte Klinge,
zu beenden. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr seid darauf gespannt, wie es weitergehen wird, es sei denn, ihr wisst es schon, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschalten würdet. Wenn ihr möchtet, lasst doch eine Bewertung da, würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge Assassin's Creed Odyssey.